Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im ETS2. Ich würde es jetzt einfach mal Tutorial nennen oder wie auch immer. So, wie euch gestern bei dem Erscheinen der Beta bestimmt aufgefallen ist, sind dort zwei Mods rausgefallen, nämlich No Barriers und Top Corner and Small Mirror. Und wenn wir jetzt hier in die schlaue Liste gucken, genau, dann stehen diese beiden auf Rot. Während solche Geschichten wie beispielsweise meine Garage, das sind sogar, und diese hier auch, AI-Pack, da müssten wir, ich glaube, das sollte ich obwohl Dev-Base, wir gucken einfach mal rein, wir schauen gleich gemeinsam, und hier ist No Barriers, die sind also rausgeflogen, wobei diese Garage hier eben, die ist schon, ich habe keine Ahnung, seit welcher Version die da drin ist. Da habe ich nie irgendwas ändern müssen. So, dann will ich euch mal zeigen, wie man den ein oder anderen Mod, vielleicht auch als Ungeübter, eventuell mal so ein bisschen anpassen kann. So, wir gehen dieser PC, Dokumente, wir gehen auf Euro Truck Simulator, wir gehen auf Mod. So, dann gucken wir mal als erstes hier bei Top Corner rein. Das ist diese SCS-Datei, kann man zum Beispiel mit WinRAR ganz einfach öffnen. Das ist eine JPEG. Oi, das ist jetzt die Frage, hier ist es wahrscheinlich nicht drin. Hier steht halt einfach nur, was das macht. Credits und so weiter, nichts Bestimmtes. Da müsste ich mal gucken, ich glaube... macht er mir die mit dem Editor auf? Geht das? Mal eben gucken. Genau, dann haben wir hier Package. Bla bla blub. Package Version 1.45. Was man hier jetzt einfach ausprobieren kann. Eventuell funktioniert es. Im Zweifel stürzt es ab. Wir ändern die 1.45 hier einfach mal in die 1.46. Ihr könnt das ganz normal mit dem Texteditor öffnen. Jetzt fragt er, ob er das erneuern soll. Damit ist das quasi schon erledigt. Dann hatten wir... Was war denn das andere? Das war dieses Real Emergency Pack, ne? Die Base-Datei. Unbekanntes Format, okay. Warum mods er da jetzt rum? Hat er doch eben auch aufgemacht. Das andere waren die No Barriers, ne? Die sind hier unten. Genau, das macht er wieder auf. Und hier im Prinzip habe ich noch nie anders gemacht. 46. Genau. Zack, speichern. So, erneuern, genau. Dann kann man das auch wieder zumachen. Gucke ich hier mal noch mal rein bei diesen Company Add-on. Also alle anderen Mods werden nach wie vor akzeptiert. Hier steht auch SCS-Datei, das müsste aber eigentlich auch eine WinRAR sein. Warum man die nicht aufbekommt, weiß ich nicht. Gut, in dem Fall ist es so, vielleicht ist ja auch schreibgeschützt, dass es deswegen nicht geht. Na, vom Modder her oder so, wie auch immer. So, von daher schmeiße ich diese beiden raus, genau. Genau, jetzt hat er es auch rausgeschmissen. So viel zum Thema Windows 11 ist schneller. Genau, dann können wir den wieder starten. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Er hat 4 Minuten verbaselt. Aber wir machen was, bevor wir dann eine Folge tatsächlich fahren. So, jetzt gehen wir einmal in den Mod Manager. Und jetzt sieht man hier No Barriers. Guck mal. Den hat er automatisch. Wo ist er denn? Also erstmal müssen wir mal gucken, wo die Spiegel sind. Genau, hier ist wieder grün, wie ihr seht. Und hier ist auch wieder grün, wie ihr seht. Das heißt,
Die Dinger sind drin. Wundert mich gerade, dass er die automatisch wieder aufgenommen hat. Diese Teile können wir dann rausschmeißen. Das war dieses Emergency Pack, wo wir zum Ändern nicht drankommen. Gut. Änderungen bestätigen. Dann können wir das Spiel fortsetzen. So. Wird er jetzt natürlich noch neue Meldungen und erneuerte Erweiterungen fehlen natürlich. Jetzt wird er natürlich meckern. Laden. Genau, hier sagt er, das ist nicht mehr da. Ja, fahr mal fort, alles gut. So. Genua, das ist diese Bridge, diese geile, die wir da mitgebaut haben und so weiter und so fort. Genau, Update, logisch, gestern die Beta-Version erschienen. Update gibt es natürlich nicht dazu. Und was wir schon gesehen hatten, da war experimentiere, genau. Das Ding hier, das ist interessant, das war ja neu. So, Trockenfrachtkoffer. Hier kann man jetzt eben gucken, was eben funktioniert und was nicht. Na, das ist jetzt erstmal der Punkt. Was wir allerdings machen könnten, wäre, warte mal, ich gehe hier noch mal raus. Wir gehen hier mal noch mal rein. Was ist denn das überhaupt alles? Okay, das ist der LKW-Browser. Den haben sie damit LKW-Design. Das haben sie aber auch geändert, oder? Ja, gut, okay. Hier raus. Da brauchen wir jetzt erstmal nichts weiter. Ansicht der im Spiel verfügbaren Auflieger. Das sind dann wohl. Genau, und das hier ist einer von den neuen. Okay. Da machen wir hier jetzt mal Folgendes. Und zwar, wir gehen zum Aufliegerhändler und wir sagen, wir möchten einen chemischen LKW kaufen und wir möchten aber auch die Ausführung ändern. Wir gucken mal, was es da so alles für Möglichkeiten gibt. Also das ist ganz normal die Standardlänge. Hier kann man. Chemietank Chrom, okay. Chemietank Farbe. Da schauen, vielleicht kriegen wir da eine Lackierung drauf. So, dann können wir den ein bisschen verlängern. Das ist ja auch nicht schlecht. Passt ein bisschen mehr Grütze rein. Ja, Lackierung leider so nur das Übliche. Ich würde mir wünschen, dass man hier vielleicht auch mal so diese Airbrush-Lackierung draufpacken kann, wisst ihr? Weiß. Ja, das ist alles so ein bisschen. Dann machen wir die Ausführung hier. Dann in Chrom. Passt es einigermaßen. Das heißt, lackieren. Ja, könnte man jetzt theoretisch auch wahrscheinlich da vorne die Schnauze, ne? Aber warte mal. Aber das Scania Blau haben wir hier leider nicht drin. Sonst könnte man das jetzt zum Beispiel so machen. Ach so, das geht. Das ging sonst nicht, oder? Täusche ich mich da jetzt? So. Dann können wir doch mal gucken, was wir hier so noch dran basteln können. Machen wir natürlich alles Chrom. Einfacher Seitenschutz, Vollschutz, lackierte Box, einfacher Seitenschutz, Ersatzrad, Vollschutz. Auch wir machen mal das da. So, dann können wir hier diese Dinger zum Beispiel dran machen. Wir können hier noch einen Schlauch dran machen. Wir können auch hier.
andere Reifen drauf packen. Was ist das jetzt? Michelin X-Line Energy T. So, sieht das auch schön aus. Ich nehme das jetzt einfach mal. Hier Standard 120 Duty, Standard Paint, Standard Chrome, Endurance Chrome können wir hier nehmen. Ich wollte gerade sagen, nur bei dem einen. Die Chrome Endurance Chrome. So, was ich jetzt nicht mache, ich habe jetzt keinen Bock, die hier zu ändern. Die lassen wir jetzt einfach, wie sie sind. So, da war der Schlauch. Hier haben wir dann, hier können wir zum Beispiel einen Feuerlöscher dran bauen. Könnten aber auch einen Wassertank dran bauen. Wir machen hier einen Feuerlöscher hin. So. Dann haben wir hier hinten natürlich exklusiv. Auch hier können wir verschiedene. Na, ihr seht das. Also hier würde ich tatsächlich den nehmen. Kann man jetzt verschiedene Sachen noch dran machen. Hier können wir auch Chrom machen. Oh, das glänzt so schön. Hier könnten wir einen, gleich einen Wassertank hinmachen. So, das sind die. Hier können wir auch noch wieder einen Schlauch dran bauen. Jetzt wollen wir hier mal ganz kurz gucken. Okay, das sind auch wieder die, die haben wir. Und hier machen wir eine verchromte Box hin. Ja, das wäre jetzt schon so unser Trailer. Den bestätigen wir mal. Da oben ist er. Und den kaufen wir. Und der Standort, wir lassen ihn, weil wir sowieso dort sind, wir lassen den mal nach Berlin. Jawohl. Okay, dann gucken wir mal, ob das mit der Farbe einigermaßen passt. Junge, Junge, das wird auch immer mehr hier, du. Auflieger Manager. Dann gucken wir mal, wo ist er denn da? Chemical. So, und den wollen wir jetzt nutzen. Genau. Und jetzt hängt er uns den an. So. Jetzt gucken wir uns nochmal den Frachtbrowser an. Hier die Content Browsers. Company Browser. So. Wir haben jetzt hier ADR-Geschichten. Und wir können Chemikalien fahren, zum Beispiel heiße Chemikalien als Beispiel. Und dann zeigt er uns hier an, warum ist das hier grün? Also das könnten wir wahrscheinlich fahren und dieses hier, naja, oder wie? Draußen ist auch ein LKW. Bodytypes, Tiermitteltank, Lebensmitteltank, Kunststofftank. Chemikalien. Säure, heiße Chemikalien. So. Junge, Junge, mach doch mal deinen Rückwärtsgang raus da draußen. Danke. Aha. Moment mal. Import? Okay. So, den haben wir. Von Berlin. To not selected. Moment mal. Select Destination City. Select Source. Also, das ist die Stadt, wo wir hin wollen.
Ja, wie geil ist das denn bitte? Also man kann offensichtlich okay. Man kann das jetzt offensichtlich ja besser auswählen oder kann man die Strecke selber. Nee, das ist, sind die Städte, wo es gebraucht wird und dann kann man sich ausdenken, wo man es hinkarren will. So verstehe ich das jetzt tatsächlich. Okay. Jetzt ist die Frage. Wie nehmen wir den Auftrag an? Gar nicht. Ah, Source und Destination City. Das heißt, von dort könnte man das Zeug wegfahren und man könnte das aber auch hinbringen. Bei den roten Punkten kann man es nur abliefern, bei den grünen Punkten kann man es nur abholen. Aha. Das ist cool. Aber wie? Kommen wir da jetzt? Wie kommen wir da jetzt dran, dass wir uns das holen können? Okay, er sagt jetzt, bei Repsol ist das Zeug, ja? Chemikalien. LPG. Also wir sollten. Also so ganz habe ich diesen Browser noch nicht begriffen. Wo ist denn die Repsol? Ich würde sagen, wir fahren da einfach mal hin. Da ist die Garage. Können wir einfach links vom Hof fahren. Das machen wir jetzt mal. Und wir müssten unseren Trailer ja jetzt auch dran haben. Das ist mal interessant, das mal so kennenzulernen. Also mit dem Ding muss ich mich noch befassen. Das habe ich noch nicht so ganz bekommen. Wenn einer von euch weiß, Michael wird das wahrscheinlich sein. Schreibt es in die Kommentare für alle, wie es geht. So. Genau, das ist unser Trailer. Ich habe ja sogar den Farbton einigermaßen getroffen, war. Was habe ich. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Links runter, wa? Ihr habt doch einen an der Klatsche. Aber naja. Ist ja eure Klatsche. Repsol. Wo war Repsol? Da hinten, glaube ich. Kann das sein? Oder bin ich jetzt in die falsche Richtung gefahren? Da müsste ich jetzt mal hier drehen. Ne, passt schon. Alles gut. So, okay. Mal einen Schluck Kaffee nehmen, wenn wir hier an der Ampel stehen. Ihr seht übrigens jetzt, ne? Die beiden Spiegel oder der Spiegel auf der rechten Seite ist wieder da. Das heißt, diese Änderung hat funktioniert. So, morgen werden wir dann eine Fahrt auf dem in der 146 Beta machen. Heute früh hattet ihr noch eine 145er. Die Fracht wurde ja abgebrochen aufgrund des Updates. Sind also jetzt besitzbare Tanks. So, und hinter uns ist ein rotes Auto, ja, tatsächlich.
Wir überlegen, ob ich mal diese Simulation. Ach so, wartet mal. Haha. Eine Geschichte haben wir ja noch ganz vergessen hier. Pass mal auf. Content Browsers war ja die eine Geschichte. Und dann war in den Optionen irgendwas unter Gameplay. Auftragslänge, Mitteilung für automatisches Parken, Route Advisor, Warnanzeige für Schwergut. Norden fixierten Navi-Anzeigen, immer Navigationsmodus kürzeste, Stellplatz zufällig, Regenwahrscheinlichkeit, Zeit zum alle inneren Maus umkehren. LKW-Einstellung. Da habe ich im Moment automatische Einstellung. Drive Chef Talk, das ist im Moment noch in Englisch. Das ist das, dieses Durchdrehen. Das nehmen wir einfach mal dran. Aufsatteln für Erfahrene. Warum? Mit irgendeinem Mod damals funktionierte das nicht. Deswegen habe ich das rausgenommen. Automatische Zündung, Feststellbremse anziehen. Simulation des Druckluftbremssystems. Wollen wir das auch mal machen? Komm her, wir nehmen das mal mit. Das wird's lustig wahrscheinlich. Ist hier schon grün? Nee. Ja, super. Niedriger Luftdruck. Aber das passiert doch nicht an der Ampel, Leute. Mal ganz ehrlich. Ja, super. Und wo sehe ich, wie der Luftdruck ist? Gar nicht. Ganz, also, wenn ganz, aber das ist doch, nee, doch keine Simulation des Druckluftbremses, immer ganz ehrlich. Geringer Luftdruck immer noch. Wie lange weit? Ich weiß nicht, wie lange das dauern soll. Aber das ist doch scheiße, mal ganz ehrlich. Warte noch eine Runde, guck mal, wie lange wir hier stehen. Da baut sich ja einfach kein Druck auf. Vor allen Dingen, ich sehe es ja auch nirgendwo, dass da sich da was aufbaut. Hä? Nee, also ganz ehrlich. Also warum das nicht funktioniert? Pff. Ich weiß, warum ich das damals abgeschaltet habe, ganz ehrlich. Gameplay. Aber ich habe gedacht, ich probiere es mal wieder, aber es funktioniert nach wie vor nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob da ein Mod dran, schuld dran ist oder wie auch immer. Ich kann es nicht sagen. Also das haut nicht hin. Das ist ja Käse, sowas. Meine, ihr habt ja gesehen, da baut sich kein Druck auf, wenn du 3 Tage da stehst. Und der Motor läuft ja. Es wäre ja, ist ja nicht so, dass der Motor jetzt nicht laufen würde. Hier, guck mal, das auch so AI-Traffic, das funktioniert soweit alles, ne? Da kann man echt nicht meckern. So, wo geht denn das hier rein bei euch? Hier. So, da müssten wir theoretisch. Ja, guck mal hier. Unsere heißen Chemikalien, die gehen nach Danzig. Müssten aber.
Ali ist auch doof. Will eigentlich gar nicht nach Danzig. Breslau? Komm her. 25 Minuten haben wir durch. Ich nehme mal die Chemikalien. Und die werden wir mal nach. Die Schwefelsäure. Die werden wir mal nach Breslau fahren, würde ich sagen. Den Auftrag nehmen wir an. Und das ist dann das, was wir in der nächsten Folge dann auch machen. Wo muss ich meine Fracht denn jetzt? Moment, was? Ist bereit zum Aufladen. Ah ja, okay. Warte mal, war das schon immer? Ja, tatsächlich. Wir mussten ja dann genau hier ran. Das machen wir noch eben. Und in der nächsten Folge, weil wie gesagt, wir haben jetzt hier Tutorial und genug geguckt. Also wie das mit diesem Frachtbrowser genau funktioniert, da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht. Im Moment erkenne ich den Sinn da drin nicht. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Übersicht, oder? Inwiefern man den dann nutzt, lassen wir mal dahingestellt. So. Motor aus. Auflieger. Genau. Jetzt wird er beladen. Das Motto kennen wir schon. Jetzt steht er und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Dann werden wir unsere Fracht durch die Gegend karren. 366 Kilometer in der einen Folge. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss.